So, wir sind beim Thema, Jürgen. Und zwar, aber ich muss näher zu dir kommen, damit man mich nicht so laut hört und dich überhaupt etwas hört. Ich bin nicht so lange bei Facebook, ne? Ja. Und ich mache das ja auch nicht, weil ich da mein Privatleben offenlegen möchte, sondern wegen religiösem und politischem und allgemein, ja? Und und weißt du was? Ich denke die ganze Zeit, ich wäre irgendwie, ich würde attackiert werden, weil ich krieg die ganze Zeit widerwärtige Bilder gezeigt. Und wenn ich frage, der druckst immer nur rum, ja? Die Leute drucksen rum. Ja, aber jetzt hat der Herbert mir erzählt, das ist normal. Er ist nicht mehr bei Facebook, er wollte sich das nicht mehr angucken. Also, muss er ja auch nicht. Du kriegst ja wirklich, wenn Menschen 24 Stunden immer mal an ihrem Gerät da gucken, ja, kriegst du das ja ständig um die Ohren gehauen. Und das ist Hardcore-Pornobilder. Das ist härteste Hardcore-Porno. Muss ja mal die richtigen Pornos angucken. Jetzt sag ich dir mal was. Die ich in meinem Handy habe. Jürgen, ja, das interessiert überhaupt gar keinen. Es geht darum, es gibt auch Kinder, die Facebook benutzen. Und es ist ja heutzutage fast jedes Kind. Ja. Du stellst jetzt alles ins Netz. Herbert, was sagst du dazu? Was sind das für Eltern, die ihre Kinder dermaßen missbrauchen lassen? Haben wir so eine Gesellschaft, wo allen Eltern das egal ist, dass die Kinder nonstop 24 Stunden seit 3 Jahren oder seit wie vielen Jahren geht das? Seit 3 Jahren kriegen die Kinder an ihren Apparaten die ganze Zeit Hardcore-Porno-Bilder gezeigt, also ekelste Bilder. Widerlichstes Zeug. Und ja, Achselzucken. Die Leute zucken mit den Achseln. Achselzucken. Ey, hallo? Ich kann das nicht nachvollziehen. Was ist das für eine Gesellschaft? Aber da stellen die 5G jetzt an demnächst mit den 30 neuen Satelliten, die sie da hochschießen. Und dann werden die Planeten aus der Umlaufbahn fliegen und alles geht kaputt. Und die Menschen, die haben ihr Gehirn in die Hose verloren. Die machen nichts. Warum machen die nichts? Also ich gehe jetzt mal wieder zum Bernd, weil es ist... Du hast ja jetzt jemanden, der dich ein bisschen... Ja, aber Jürgen, was sagst du dazu? Ich will doch deine Meinung hören. Ich bin sexsüchtig. Ja, das ist es, ne? Die Menschen sind nämlich gar nicht handysüchtig, die Menschen sind sexsüchtig. Das ist mein Verdacht. Du bist doch zu. Sind alle sexsüchtig, oder? Oh mein Gott! Sex ist der Motor des Lebens. Aber weißt du, wenn Erwachsene da sich reinbegeben und sexsüchtig sind, dann ist das eine. Aber wenn man die gesamten Kinder verseucht, alle Kinder, alle Jugendliche, alle werden verseucht und die Eltern machen nichts. Aus ihrer eigenen Sexsucht heraus oder warum? Die Menschen werden alle mit Sex stillgestellt und es endet in einer riesigen Katastrophe. Genau. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe die ganzen letzten Jahre gedacht, was ist mit den Menschen los irgendwie? Liegt das an mir? Stimmt mit mir was nicht? So wird es sein. Aber die gucken die ganze Zeit in ihre Apparate und lassen sich davon programmieren. Gib mir doch auch mal eine Antwort. Wann hast du das letzte Mal körperliche Liebe gemacht? Das fragt ein Sechsüchtiger. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich bin mit Jesus verheiratet, Jürgen. 10 Jahre, 20 Jahre. Ich bin mit Jesus verheiratet. Ich lebe keusch. Oh mein Gott, deswegen merken die Menschen auch alle nichts mehr. Herbert, sag doch was. Halt mich ja mal völlig raus.